mir die kleine Geschichte vom Hölzchen aufs Stöckchen zur feierlichen Beendigung einer Doktorarbeit. Also ich verstehe ja mittlerweile die da oben auf dem Zauberberg, diese amorphe Zeit der Zeitlosigkeit, der Wirklichkeit entrückt, der Welt abhanden gekommen. Das Getriebe, die ewig drehenden Zahnräder drehen sich und ich sitze daneben und ich schaue zu, von meinem Schreibtisch aus. Ich reflektiere, Reflexion, reflektiere mich selbst. Selbstreflexion, so sagt man, ist die höchste Form geistiger Tätigkeit. Man liegt falsch, denke ich. Ist das nicht eher ein Zeichen von Dummheit? Nicht Tätigkeit, Untätigkeit resultiert. Die Tragik des Intellektuellen ist die Reflexion, der Spontanität dem natürlichen Verhalten entfremdet. Schreibt man Spontanität mit E zwischen N und I? Nie oder immer. Zeit ist obsolet geworden. Warum schreibe und denke ich obsolet und nicht überflüssig? Ich sitze am Schreibtisch und beende meine Arbeit. Ich finde es schade, dass ich am Ende nicht Ende schreiben darf. Oder Schluss, oder ihr könnt mich alle mal. Großer Wissenschaft. Im Grunde sind die Grenzen doch fließend. Ich sitze an meinem Schreibtisch, wie die 5,5 Jahre zuvor. Ich sitze am Schreibtisch und frage mich, wo die Lebenszeit hingegangen ist. Was hast du getan? Was hast du erlebt? Hat sich aus dem Tun dein Leben ergeben? Was ist Tun? Was ist Leben? Gibt es einen Unterschied? Stolz. Ich sollte Stolz empfinden. Stolz sein auf diese Leistung. 237 Seiten. Ich sollte Erleichterung spüren. Das Elend hat ein Ende. Ich ertappe mich dabei, wie ich unbewusst ein E und ein N getippt habe. Ich lösche es wieder. Kein Stolz. Keinerlei Erleichterung. Nur Leere und Reflexion. Beides nutzlos. Wie die 5,5 Jahre zuvor. Absurd. Völlig absurd. Hysterie wäre doch eine schöne Möglichkeit des Ausdrucks. Schreien durch die Straßen rennen. Wenn jemand fragt, ihm einfach entgegenkommen: Alter, das Leben ist absurd, absurd, absurd! Durchdrehen als Lebenseinstellung? Da liegt nur das Problem der Politik. Hysterisch spuckende Politiker geben im Parlament auch keine gute Figur ab. Was dann wohl aus Deutschland werden würde? Obwohl der gute Schlingensief ja recht hatte. Ich möchte einmal einen Politiker weinen sehen, hat er gesagt. Ein Politiker sagen hören: Tut mir leid, Leute, ich weiß auch nicht weiter, hat er gesagt. Schlingensief fehlt. Scheiß Krebs. Die Besten sterben viel zu früh. Naja, bis auf Helmut Schmidt. Bleibt nur noch Sarkasmus und Satire als Antwort auf die Lehre. Aber nicht immer nur lustig. Man sollte Schramm mal genauer zuhören, weniger über ihn lachen. Am Ende eines Programms zitierte er mal Thomas Bernhard, der gerne auf sein an den falschen Stellen lachendes Publikum geschossen hätte. Georg, Bernhard, Thomas, Schramm, wer auch immer, hätte einfach geschossen. Peng. Und was geschieht? Lachen statt Protest. Aber der ist ja eh hinfällig. Blickt doch eh keiner mehr durch oder wird von der allglatten Politik wieder auf die gemeinsame, sinnentleerte Mitte zurechtgeschleimt. Luhmann, noch so ein heller Kopf. Luhmann sagte schon, dass die Politik in den sich immer weiter auseinander differenzierenden, spezialisierenden Kleinstgesellschaftspartikeln sich doch gar nicht mehr auskennen kann. Aber fürs Verständnis gibt er den Lobbyismus. Nichts also mit fruchtbarem Protest. Nur Unsinn. Flashmobs. Absurd, aber zumindest lustig. Letztlich doch nur blinder Aktionismus. Und ich? Gar nichts. 5,5 Jahre Leerlauf. 5,5 Jahre Zeit- und Wirklichkeitsentrückung. Gefangen im Zeitloch des geistigen oder geistlosen Zauberwerks in mir drin. Mann hatte schon recht. Ich schaue auf die Uhr. Wie Sie drehe ich mich schon seit Stunden wieder im Kreis. Schon wieder stundenlange Reflexion. Vom Hölzchen aufs Stöckchen und wieder zurück. Schon wieder eine Stunde mit Leere gefüllt. Na, wenigstens den Mann habe ich verstanden. Trotzdem die Lehre. Ich schalte den PC aus. Beende die 5,5 Jahre während der Arbeit. Absurd. Ich gehe in eine Kneipe und betrinke mich. Es ist 3 Uhr nachmittags und ich bin voll. Nicht mehr leer. Endlich.